Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Kurpfalz erleben. Und zu unserem Gast heute darf ich zu Beginn ein Zitat daher sagen. Gerald Marzenell hat sich um den Mannheimer Sport verdient gemacht wie kaum ein anderer und somit maßgeblich positiv zum Image von Mannheim als Sportstadt beigetragen. Das hat der damalige Sportbürgermeister Lothar Quass gesagt, und zwar bei der Sportlerehrung 2020. Gerald Marzenell, Mr. Bundesliga, bekam da die Sportplakette für besondere Leistungen. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Gerald, servus, hallo. Hallo. Du hast so viele Auszeichnungen gekriegt in deinem Leben. Die Sportplakette Mannheim 2020, war das was Besonderes? Weil es ist ja auch eine Anerkennung für viele, viele Jahre, die du für den Sport Mannheim da warst und bist immer noch. Ja, das war ganz was Besonderes. Also so viele habe ich in meinem Leben nicht bekommen. Aber das war wirklich eine ganz wunderbare, kam völlig überraschend. Und als ich dann Anruf bekommen habe und von Herrn Quast, habe ich mich also riesig gefreut. Und das hat er auch wirklich wunderschön gemacht im Schloss. Und ja, es war ein besonderer Tag, war eine besondere Stunde. Wenn man Tennis Mannheim sagt, dann muss man eigentlich Gerald Marzenell dazu sagen. Mr. Bundesliga, ich glaube 281 Bundesligaspiele für Mannheim gemacht. Unzählige Titel geholt, 2 glaube ich als Spieler und jetzt glaube ich nochmal 5 oder 6 waren es als Trainer von Grün-Weiß Mannheim. Was war denn die schönere Zeit, auf dem Platz aktiv zu stehen oder jetzt danach eine Meisterschaft zu feiern? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen miteinander. Also der allererste Titel natürlich als Spieler 1993 war was Besonderes, weil wir als Grün-Weiß hatten noch nie eine Meisterschaft gewonnen und dann halt so überraschend mit einer, naja, von der Papierform her schwachen Mannschaft, aber mit einer Mannschaft halt wirklich intakt. Also einfach, weil wir uns so toll verstanden hatten und wir sind einfach in den Rausch gekommen über 7, 8 Wochen Euphorie und am Ende haben wir dann wirklich den Pokal hochhalten dürfen, für alle überraschend, und das war sensationell 1993, dann eine schöne Meisterschaft als Spieler 96 und dann, ja, dann habe ich eigentlich ab 97 das als Traineramt übernommen und als Teamchef, und es hat natürlich plötzlich ganz anders, ja, sah ganz anders aus, weil man sieht das Ganze von der anderen Seite, man ist plötzlich nicht mehr der Spieler, auch wenn man noch sehr nah an den Spielern dran ist. Und muss aber von der anderen Seite aus agieren. Und es war eine tolle Zeit, eine Umstellung. Es hat mich 2, 3 Jahre gekostet, bis ich das einigermaßen hingekriegt habe. Dann hatten wir ein gutes Jahr 99, sind wir Vizemeister geworden. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, hatten wir so tolle junge Spieler, die wir aufgebaut haben. Und dann kamen die Meisterschaften in, ja, wie haben die Jungs gesagt, in der Golden Generation. Mhm. 2005, 2007, 2010, es war toll. Dann waren wir 6, 7 Jahre lang immer dran, wirklich immer dran. Haben die Mannschaft ein bisschen umgebaut, nochmal verjüngt. Und dann wurden wir 2018 und 2019 dafür belohnt. Also jede Meisterschaft war eigentlich was Besonderes und jedes Jahr hat seine eigene Geschichte geschrieben. Bevor wir auf die einzelnen Meisterschaften eingehen, ist mir eins immer, weil ich es auch immer von Spielern gehört habe, wie du eben auch gerade erwähnt hast, ihr wart ja nicht immer Favorit, auch in der jüngeren Vergangenheit nicht. Ihr habt auch, wenn man die Weltranglistenplätze anschaut, auch nicht immer die Besten gehabt, die da gespielt haben. Wenn man mal von Dominic Thiem absieht, die zweimal, die ja in Mannheim wart. Aber alle Spieler haben mir hinterher gesagt, es macht nirgends so viel Spaß, wie in Mannheim zu spielen. Wir haben, wenn wir hier zusammenkommen, sind wir eine Gruppe, eine Einheit. Und das alles dank Gerald Marzenell. Großes Kompliment. Ah nee, nicht nur dank mir. Das sind viele, die mithelfen. Ich versuche halt meinen Teil dazu beizutragen, dass es funktioniert. Es sind manchmal Kleinigkeiten. Ich bin ein Riesenfreund davon, dass man Kleinigkeiten, dass man die beibehält. Die sind wichtig für die Spieler, weil sie sind das ganze Jahr auf der Tour unterwegs, 30 Wochen im Hotel im Jahr. Und dann freuen die sich auch einfach, wenn sie hierher kommen. Dieses familiäre, dieser persönliche Charakter. Ich hole sie halt am Flughafen ab. Allein schon von Frankfurt nach Mannheim in dieser Dreiviertelstunde kann man so viel erzählen. Und dann kommt man sich schon wieder so nah. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal der Unterschied zu anderen Vereinen, dass wir uns sehr um unsere Spieler kümmern, dass wir wirklich dieses Umfeld schaffen, dass sie sich einfach wohlfühlen in der Umkleidekabine, bei den Clubmitgliedern, bei den Kaffee- und Kuchendamen, in der Gastronomie. Die lieben es einfach, die kommen hierher, dann gehen sie mal irgendwo spazieren, dann gehen sie einen Kaffee, dann gehen sie mal Golf spielen. Die fühlen sich wohl, die kommen gerne her. Und deshalb muss ich auch nie rufen, sondern die kommen von alleine. Sonst wäre nicht ein Dominic Thiem gekommen. Ich weiß noch, er hat einmal beim letzten Mal gespielt, da war, glaube ich, die 8 der Welt und hat gegen die 42 der Welt gespielt, gegen Weinheim, weil das, glaube ich, gegen den Australier. Ja. Und wenn man sich das vorstellt, das findet man ja oft bei den Tausender-Turnieren, die Spiele von 8 gegen 42. Die kommen ja auch deswegen zu dir, ein Dominic Thiem, weil es ihm immens gefallen hat, was er ja auch immer so gesagt hat, wenn er da war. Ja, und der Dominic ist auch wirklich ein ganz besonderer Mensch und für mich auch ein ganz besonderer Freund. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen, da war er 18 Jahre bei der Jugend-Weltranglistenturnier in Paris bei den French Open. Und dann habe ich ihn auf der Tour gesehen, 1, 2 Mal, dann hat er gegen uns gespielt und durfte ich einmal gegen ihn coachen.
Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er jemals bei uns spielen will, weil sein Verein war damals Tabellenletzter, dann soll er mir sagen. Und eine Stunde später hat er mir die Hand drauf gegeben, dass er für uns spielt. Und seitdem spielt er für uns seit 2013 und oder ist er bei uns seit Ende 2013. Und auch die nächsten Jahre, sobald er wieder gesund ist und fit ist, spielt er wieder für uns weiter. Ja. Und Nummer 4 der Welt mittlerweile, das ist schon was Besonderes. Und das ist kein Star, das ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch, ein ganz, ganz toller Junge, der sich auf dem Platz für uns als Mannschaft zerreißt. Ja, wenn man mal dort ist, wenn er spielt, auch als Tommy Haas da war, Ich weiß nicht, was die offizielle Zuschauerzahl bei euch ist, wenn es voll ist, aber ich wette, dass das mindestens um 150% mehr waren. Also beim Tommy, da war es ja, glaube ich, so, dass er auf den Bäumen saß nach oben, oder? Ja, das stimmt. Das gab es so 3-4 Mal. Einmal mit dem Tommy Haas, einmal mit dem Janko Dipsarevic, einmal jetzt mit dem Dominik Thiem. Und da war es in der Tat so, dass nicht mehr Zuschauer auf die Anlage gepasst hätten. Wir haben die Anlage ganz voll rappelvoll gehabt. Center Court war voll, Platz 10, die Wiese war voll. Und das sind aber auch die Momente, warum die Jungs dann kommen. Die lieben das, die lieben das. Und das ist nicht wie in einem großen Grand Prix-Turnier. Umkleide, Tunnel, Sonderkort und dann sofort wieder zurück ins Hotel. Sondern bei uns sind sie in der Umkleidekabine, dann laufen sie die 50 Meter über die Mittelwiese. Dann machen sie schon so viele Selfies und Autogramme mit den Kindern und unterhalten sich im Smalltalk. Das saugen die richtig auf. Und wenn die dann auf dem Platz sind und sehen, dass da 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Zuschauer für sie schreien und die lieben das einfach, dann geben die alles. Also es Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten machen dann manchmal den Unterschied aus, dass wir eben auch mit der Mannschaft, die von der Papierform her viel schlechter ist, dass wir dann eben auch so mal Meisterschaften gewinnen können. Es gibt ja legendäre Storys von der Umkleidekabine, die ja wir alle nicht betreten dürfen, auch nach Siegen, mal aus dem Nähkästchen. Was war das Wildeste? Nee, so kann man es nicht sagen. Ihr dürft die Umkleide betreten. Wir haben das seit einigen Jahren auch so. Also da sind öfter auch mal Journalisten unten. Das kannst du jetzt auch. Ja, ja. Okay. Dieses Jahr kannst du mal runter, auch mal in der Kabine zwischen Einzel und Doppel, dass man das mal aufsagt. Ich glaube, das ist auch für die Zuschauer mal spannend zu sehen, was in so einer Umkleide stattfindet. Weil man sieht ja immer nur das Spiel auf dem Platz. Genau. Und da spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar die Fans mehr mitleben lässt, Wenn man das mal macht. Aber sprich mal lieber aus dem Nähkästchen, wenn keiner von uns dabei ist. Also wir haben es gab ja schon wilde Sachen, oder? Ja, wild nicht. Ohne Namen zu nennen. Naja, wild ist das falsche Wort. Wir haben zum Beispiel eine Situation gehabt, das war vor 5-6 Jahren. Da kamen die Spieler im Sommer auf mich zu und haben gesagt, wir müssen unsere Umkleide umbauen. Wir brauchen da noch mehr Home. Dann habe ich gedacht, ja, wie? Ja, wir wollen an der Wand unser Emblem, grün-weiß das Logo, in riesengroßen Schrift und das Logo an der Wand, ich glaube 2 oder 3 Meter Durchmesser, mit Graffiti dran gesprüht und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, seid ihr verrückt, das kann ich nicht dran machen. Ja, wir machen das selbst. Und dann habe ich über einen Bekannten, der hat das organisiert. Und dann haben die Ränder praktisch, wurden an die Wand gemalt oder gestrichen. Und dann haben die angefangen mit diesen Graffitis, haben die das Zeug ausgespritzt. Da waren Spieler dabei von der Bundesligamannschaft. Und dann haben sie sich da vorgestellt und waren total stolz, weil sie das Graffiti da an die Wand gemacht hatten. Und dann haben wir auf dem Boden haben wir dann so Sterne. Dann hat jeder Spieler, der mit uns Meister wurde, hat seinen Stern. Und du glaubst nicht, wie besonders das ist. Du gehst morgens als Spieler rein und du siehst deinen Namen, deinen Stern. Du siehst in der Umkleidekabine am Haken deinen Namen mit deinem Trikot und deinem Titel oder mit den Sternen für die Meisterschaft. Und das sind so die Momente, für die Sportler leben. Ob die ein paar Euro mehr kriegen oder ein paar Euro weniger kriegen, ist völlig egal. Aber dieses Gefühl in der Umkleide, zu Hause zu sein, diese kleine Aufmerksamkeit, ja, oder ein kleiner... Manchmal muss man gar nichts sagen, da muss man nur mit den Augen zwinkern oder einfach nur abklatschen, das reicht schon, ohne dass man Worte benutzt. Und dann springt der Funke über und dann funktioniert das. Ich glaube, das ist, in der Umkleidekabine werden die Spiele oft gewonnen, manchmal auch in manchen Jahren, wenn alles optimal läuft, auch Meisterschaften. Ja, das ist verrückt, ne? Das sind Weltklasse-Spieler, die sonst US Open, Wimbledon etc. und dann kommen sie hin und freuen sich über einen Stern. Ja, vielleicht auch noch eine nette Geschichte, weil du sagst, Internas. 2018, da hatten wir eine ganz tolle Mannschaft und es hat eine Eigendynamik angenommen und die Planung war eigentlich ganz anders. Und plötzlich wollten alle überhaupt nicht mehr weg und wollten nur noch bis zum Ende da bleiben, um Meister zu werden, weil die einfach sich so gefreut haben. Und wir haben ja ein Schwimmbad und dann haben sie sich im Kinderladen bei Toys R Us haben sie sich so ein kleines Planschbecken gekauft für 49 Euro zum Aufpusten. Dann haben sie es aufgepustet und haben Wasser rein als Entmüdungsbecken. Ne? Das hat mit dem Entmüdungsbecken ja gar nichts zu tun gehabt. Ne? Das war lauwarmes Wasser. Und dann haben sie sich dann zu dritt, zu viert in diese 3 Quadratmeter oder 4 Quadratmeter reingesetzt und fanden es total super nach den Spielen und haben praktisch ihren Sieg gefeiert. Ja? Und dann haben wir so eine kleine Quietschende gekauft. Und der eine von den Spielern, der hat kein Spiel in dem Jahr verloren, der saß nach jedem Spiel und noch vor jedem Spiel auf dieser Quietschende. Das war für ihn wie so ein Ritual. Ja, ja, das waren so Kleinigkeiten, aber mit einer Riesenwirkung. Da sieht man aber mal Individualsportler, Tennis, der das ganze Jahr alleine unterwegs ist, wie viel Freude er haben kann, wenn er mit einer Mannschaft ist, oder? Ging das dir genauso damals? Du warst ja auch auf der Tour unterwegs. Ja, so ist es auch. Also man ist, wie gesagt, 30, 35 Wochen im Jahr unterwegs
Und wenn man dann da ist und spielt Mannschaft 6, 7, 8 Wochen, dann hat man dieses Mannschaftsgefühl. Und ich komme ja ursprünglich auch vom Fußball. Als kleiner Junge, mein Traum war immer Fußballprofi. Und irgendwann mit 14 stand ich so am Scheideweg, Tennis oder Fußball. Und ich hatte damals einen ganz, ganz tollen Fußballtrainer auch in der Schule, das war der Fips Rohr vom SV Waldorf. Und der Herr Rohr hat uns so viel beigebracht als Jugendliche. Und ich habe diesen Spirit, den er uns in die Mannschaft getragen hat, den habe ich nie vergessen. Wir haben Matches gewonnen, nur weil er unser Coach an der Bande war. Und viele Dinge sind dann einfach auch haften geblieben. Und ich habe versucht, auch aus dem Fußball viele Dinge, oder aus dem Mannschaftssport viele in das Tennis reinzutragen, um dieses Team aus Individualisten einfach am Ende zu formen. Also letzten Endes machen wir nichts anderes, mache ich nichts anderes, als viele Individualisten zusammenzubringen zu einem Team, die dann eben an einem Spieltag übers Limit gehen. Also nicht nur ans Limit ran, sondern manchmal auch, so wie jetzt am letzten Wochenende in Aachen, über ihre Schmerzgrenze hinaus. Und das ist immer so mein Ziel und meine Aufgabe. Eigentlich bin ich als Trainer Dienstleister von den Spielern. Ja, bemerkenswert ja auch, dass vor dieser Saison, die ja gerade läuft, dass du da über die Spieler gesagt hast, ihr habt gar keine Verhandlungen gemacht. Die haben letztendlich gesagt, was übrig bleibt, gib uns was davon. Ist das so tatsächlich? Ja, anders ging es nicht. Wir hatten die Situation jetzt mit Corona. Wir konnten 2020 nicht spielen. Die Spieler waren todtraurig. Die haben alle komplett auf alles verzichtet. Wir haben, die Stadt Mannheim hat uns geholfen. Unsere Sponsoren haben uns geholfen, wirklich. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir die Strukturen in Mannheim nicht erhalten können. Also wirklich ein riesengroßes Dankeschön an unsere Partner, an die großen Partner, an die Stadt. Und viele haben geholfen, die Spieler haben auch geholfen. Die kamen alle hierher. Wir haben dann 2 Tagesevent gemacht mit Abstand, unter riesigen Hygienemaßnahmen, einfach um Bundesliga am Leben zu halten 2020. Und dann für 2021 wussten wir irgendwann, wir dürfen spielen. Aber wir wussten nicht, ob wir mit Zuschauern spielen dürfen oder ohne Zuschauer oder mit ganz wenigen. Und vor 8 oder 10 Wochen dachten wir ohne Zuschauer noch, dann waren es 250. Dann waren es irgendwann 750, jetzt sind es zum Glück 1500, immerhin. Und die Spieler sind einfach nur dankbar, dass sie ihren Sport, ihren Beruf auch wieder ausüben können. Und dann ist es auch völlig egal, ob sie ein paar Euro mehr kriegen oder ein paar Euro weniger. Und ich glaube, das ist auch in anderen Sportarten so, dass die Spieler viel, viel, viel auf Gehälter oder aufs Verlehr verzichtet haben. Und bei uns ist es jetzt auch so. Ich habe zu denen gesagt, Jungs, ich kann euch das und das nicht geben, das ist völlig utopisch. Und da haben die haben gesagt, alle 14 oder alle 16 im Chat haben gesagt, spielt keine Rolle. Sag einfach, was möglich ist und das machst du. Und ich habe ihnen versprochen, dass was möglich ist, das kriegen sie. Und was dann nicht da ist, das kriegen sie nicht. Und kein einziger hat nach Geld am Ende des Tages gefragt, nach einer Zahl. Ja. Das heißt aber trotzdem, alles, was wir natürlich da haben und was ich für die irgendwo erwirtschaften kann, das kriegen die Spieler, weil ich will denen am Ende des Jahres ja auch in die Augen gucken können. Aber wir reden von Dominik Köpfer, Delbonis, das sind Spieler unter den Top 50 der Welt, die alle irgendwann mal am Ende ihrer Karriere bei 20, 30 oder lass es 20, 15, 20 Millionen sein verdient und die kommen nach Mannheim, spielen Bundesliga und wenn sie nichts kriegen, ist auch recht. Also mehr Aussagekraft kann man das. Aber halt nicht in der Relation. Die Unsummen, Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die Jungs spielen die French Open in Paris und da, selbst wenn sie in der ersten Runde verlieren, sind bei 45.000 oder 50.000 Dollar. So unser, wenn man weiß, dass unser gesamtes Budget vielleicht mal gerade mal 3 oder mal 4 ist, mal 3 in diesem Jahr, kann man gar nicht bezahlen. Dann kann ich nicht mal für einen Tag bezahlen. Ja. Das geht gar nicht. Und das funktioniert nur dann, wenn sie sich wohlfühlen. Dass sie gerne kommen, dass sie sagen, wir geben alles, wir helfen dir und du machst das Möglichste für uns und wir machen das Möglichste für unser Team. Und dann halten die zusammen. Dann haben sie so eine WhatsApp-Gruppe aus dem Nähkästchen. Da bin ich nicht drin. Klaro. Darf ich auch nicht rein. Ja. Und in dieser WhatsApp-Gruppe ist es wirklich so, da geht dann untereinander wirklich die Post ab bei den Jungs. Ja. Und die lieben das. Und manchmal brauche ich nicht mal sagen, wer kommt am Wochenende, sondern die machen das vorher schon aus. Und dann schreiben sie mir, hey, der kommt und der kommt und der kommt. Das heißt, super gut. Manchmal muss ich mein Veto einlegen. Ja. Aber oft hat es auch eine Eigendynamik, dass sie es von alleine machen. Ja. Du bist in der Zeit der Tennis-Bundesliga die 7, 8 Wochen erreichbar, aber für 30 Sekunden und dann hat es im Hintergrund schon wieder 4-mal geklingelt. Dein Tag bräuchte, du bist ja nicht nur der Trainer, du bist ja auch noch in der GmbH vorne dran stehen, du musst organisieren, du musst eigentlich alles machen. Ist der Tag mit 24 Stunden während der Bundesliga-Saison deutlich zu kurz für dich? Also in diesem Jahr hat er sehr wehgetan, muss ich sagen. Ja, ich arbeite noch als Bundestrainer, Nationaltrainer für die deutsche Jugendmannschaft U18 und das läuft ja auch parallel. Und durch die Situation eben mit Corona gab es dieses Jahr viel, viel mehr Arbeit als sonst. Man kriegt irgendwann mal eine Erfahrung nach 20, 25 Jahren, eine Routine. Aber dieses Jahr war halt alles anders. Wir haben so viele neue Dinge gemacht, Hygienekonzepte, andere Laufwege, andere Aufbauarbeiten, alle Eventualitäten. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt, mit wenig Zuschauern, mit viel Zuschauern, ganz ohne Zuschauer, mit Livestreams und was es alles gibt. Und dieses Jahr war es wirklich eng. Ich habe mich auch letzte Woche mal erwischt dabei, dass ich mal gezählt habe am Ende der Woche, wie viele Stunden ich geschlafen habe und das waren letzte Woche nicht viele. Und normalerweise ist Schlaf mein Heiligtum und da habe ich wirklich, das war echt tough, muss man sagen. Ja. Auf der anderen Seite,
Das funktioniert. Ich habe dich einmal die Tage erreicht, da hast du mir erzählt, es waren genau 3 Stunden. Zwischen dem Auswärtsspiel und dem anderen Auswärtsspiel hat es genau für 3 gereicht. Du hast das eben gerade angesprochen. Du bist ganz, ganz nebenbei ja auch noch Bundestrainer im Nachwuchsbereich. Mhm. Jetzt eigentlich eine Doppelfrage. Zum einen, alle träumen davon, dass das deutsche Tennis, jetzt hat man Zverev, der nach vorne marschiert, hat immer noch kein Grand Slam gewonnen. Wie sieht es im Nachwuchsbereich zum einen aus? Haben wir da die ganz großen Talente? Und zum anderen, wie sind die denn heute, die Tenniskids, im Vergleich zu deiner eigenen Zeit, als du so alt warst? Der Vergleich ist schwer, weil es einfach noch schon zu viele Jahre zurückliegt, 40 Jahre. Tennis hat sich weiterentwickelt, vor allen Dingen athletisch. Das Material hat sich weiterentwickelt, also es ist völlig undenkbar, heute mit den Schlägern oder Bällen von früher zu spielen. Das kann man jetzt nicht mehr so ganz vergleichen, aber es gibt in der Tat in Deutschland sehr gute Spieler. Mhm. Ich habe jetzt die Freude gehabt, 4, 5 Jungs im Alter von 12 Jahren in Deutschland zu sichten, zu sehen, konnte die dann begleiten, habe mit denen Cups gemacht, U14, Europacup, Vorrunde, Endrunde, konnte die bei internationalen Jugendturnieren begleiten, ganz engem Austausch mit ihren Heimtrainern, durfte die dann U16 weiter betreuen und jetzt U18 und jetzt stehen im Moment 4 Stück unter den ersten 60 der Welt, 2 Stück unter einer Mitte 30, einer Mitte 40, die anderen 50ern, haben jetzt Paris gespielt, Juniors, haben Wimbledon gespielt, einer war, der Max war, Achtelfinale Wimbledon, im Doppel mit dem Philipp Viertelfinale in Wimbledon und in den letzten 8. Also die können schon mit den besten Spielern der Welt mitspielen. Es gibt in dem Jugendbereich 2 Ausnahmespieler, in Spanier Alcaraz, den seht ihr auch später im Fernsehen, spätestens in 3, 4 Jahren, wie Nadal, der wird dann Nachfolger von Nadal. Das sieht man jetzt schon. Und dann gibt es einen sehr guten Dänen, den Holger Rune, der wird später auch im Fernsehen zu sehen sein, der wird auch mal bei den großen Turnieren, vielleicht mal Top 20 der Welt, Top 30, vielleicht Top 10. Und dann kommen aber schon einige auch von unseren Jungs, die mithalten können. Ich sage mal, von der Nummer 3 der Welt bis zur Nummer 60, das ist kein Unterschied. Und wir sind da ganz gut besetzt. Und bei den Mädchen hat die Nastassja Schunk vorletzte Woche Wimbledon-Finale gespielt bei den Juniorinnen. Also es gibt schon einige. Aber es nützt ja nichts, wenn man talentiert ist. Am Ende des Tages muss man über viele Jahre oder Jahrzehnte hart arbeiten. Die Arbeit, der Fleiß, das größte Talent, was man haben kann, ist eben das Talent zu arbeiten. Ich glaube, wer noch nicht mal bei war beim Tennistraining, die richtig guten trainieren, kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Stunden das in Anspruch nimmt und wie viel Athletik man braucht. Weil du das ansprichst, Nastassja Schunk, habe ich gerade einen Bericht gemacht drüber. Von den Schlägen her, von vieles, super Talent, finde ich. Die Athletik lässt noch zu wünschen übrig. Ist das genau der Scheideweg, wenn man so sagt, ab 15, 16 bis Richtung 20, da entscheidet sich, welcher Weg der Junge, das Mädchen eines Tages gehen wird, ob sie es ganz nach vorne schaffen oder nicht? Ach, es haben wir oder ist das heute später entwickelt? Bei der Nasti ist es so, dass ich habe jetzt ein paar Mal spielen sehen dieses Jahr. Die hat auf alle Fälle das Zeug, ganz hochzukommen, weit hochzukommen. Also bin ich überzeugt davon, das kann die wirklich. Und Athletik nimmt mittlerweile in der Tat zwischen 30% und 40% des täglichen Trainings ein. Die Jugendlichen, auch mit 16, 17, jetzt haben sie gerade Abitur gemacht, vorgestern das mündliche Abitur noch, die haben schon einen 8-9-Stunden-Tag mit Athletik, also mit morgens einlaufen, Warm-up, dann die Dehnübungen, dann 2 Stunden Training, ausdehnen, dann Mitte kurz Mittagessen, dann wieder Warm-up, dann 2 Stunden hartes Training, dann Athletiktraining 1,5 Stunden und bis die abends dann ausgedehnt sind, ist es 6:30. Da haben sie aber noch nichts gemacht. Ja. Und dann müssen sie vielleicht noch was lernen für die Schule und dann essen sie noch 2 Mal und dann ist der Tag aber dann sind sie kaputt. Und die harte Arbeit ist am Ende des Tages und da muss man Geduld haben und Ausdauer, dass man das hinkriegt. Und der Fleiß am Ende zeigt, macht den guten Spieler aus vom weniger guten. Gerald, du bist jetzt 57 und hast eigentlich quasi, wie du vorhin geschildert hast, bis 14 Fußball. Sollte ich das nicht sagen? Das ist schon okay. Du, ich kann dazu sagen, dass ich älter bin als dann ist die Relation wieder hergestellt. Weil wir kennen uns ja auch schon weit über 30 Jahre. Ja. Du hast gesagt, du hast bis 14 mehr oder weniger Fußball gespielt und parallel zum Tennis und dann sich für Tennis entschieden. Ist das nicht irgendwann langweilig? Ich meine, ich spiele es ja selbst. Ich finde es auch nicht langweilig, selbst in meinem heutigen Alter nicht. Aber ich habe natürlich nicht gar so viele Stunden verbracht auf den Tennisplätzen der Welt, wie du das mal jetzt in deinem ganzen Leben getan hast. Ist das immer noch, die Spannung immer noch da bei dir? Ja, liebst du diesen Sport immer noch? Ja, das ist da. Also es ist wirklich da. Ich habe auch, wie gesagt, auch schon drüber nachgedacht. Das ist erstaunlich. Denn jeder Tag oder jedes Jahr ist immer wieder was Besonderes. Und jedes Jahr hat wieder einen neuen Reiz, das zu machen. Und Tennis ist ja auch ein Sport, der zeitlos ist. Ich kann den als 8-jähriger Junge machen oder als Mädchen. Ich kann den auch mit 70 noch machen, 75 mit 80 noch machen. Kann auch in meinem Doppel spielen, habe da hinterher, kann das mit einem Partner machen. Ich brauche jetzt auch nicht 11 Spieler, die mitspielen und 11 dagegen, sondern ich kann das zu zweit spielen, kann zu viert spielen, im Urlaub spielen, während im Studium spielen. Das ist also ein Riesenvorteil von Tennis insgesamt. Und das ist ein sehr zeitloser Sport. Und im Leistungssport-Tennis ist es so, dass es einfach immer wieder eine neue Challenge ist, eine neue Herausforderung. Man hat Jugendliche, die man eben mit 12, 13 übernimmt.
Und das Ziel ist natürlich, dass die mit 18 gut sind. Ne? Das ist der Ehrgeiz, den man hat. Man lebt praktisch mit dem Spieler mit. Und man steht morgens auf und macht sich Gedanken, wie man den Spieler verbessern kann, arbeitet den ganzen Tag daran und geht abends mit dem Gedanken ins Bett, was man an dem Tag hätte besser machen können oder wie man morgen weitermacht, in welchem Bereich man arbeitet. Und das ist immer eine besondere Challenge und genauso auch in der Bundesliga. Also man, im Prinzip ist man die ganze Nacht, im Kopf hat man Kino und überlegt, wie man noch besser aufstellen kann, was man vorbereiten kann, wo man vielleicht noch 1 oder 2% rauskitzeln kann, wie die nächste Aufstellung ist. Und das macht es immer wieder aus. Und da ist also jede Saison, jede Phase ist eine neue Challenge. Und ja, sagen wir mal so, solange ich die Energie habe und mir das so viel Spaß macht, ist jeder Tag was Besonderes. Ja. Ich weiß, dass du ganz nebenbei großer Eishockey-Fan der Mannheimer Adler bist. Was fasziniert dich an dem Sport? Der ist ja ganz anders als Tennis. Eigentlich würde man annehmen. Nein, der ist eben nicht anders. Okay. Also Eishockey ist für mich, ich habe das wirklich lieben gelernt und schätzen gelernt. Und für mich sind die Eishockeyspieler vielleicht mit den Handballern noch, die besten Sportler, die es gibt von der Athletik her, die fittesten Sportler und auch die ehrlichsten Sportler. Also wenn ich sage jetzt nicht den Namen der Sportart, aber wenn die gefoult werden, dann drehen die sich erst 25 Mal und liegen und dann sieht man, dass der den gar nicht berührt hat. Ja. Und wenn im Eishockey, egal wie hart der Check ist oder wie hart der Puck ist und den man abbekommt, dann schütteln die sich und es geht weiter. Wenn im Eishockey einer liegen bleibt, dann ist er wirklich verletzt. Ja. Und das ist ein ganz toller Sport. Und was so faszinierend ist für mich jetzt als Trainer, ich habe da auch ein bisschen gebraucht, aber dadurch, dass ich schon als 12-jähriger Junge ins Stadion gegangen bin, ins Eisstadion und dann immer wieder und in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren auch über viele Spieler einen sehr engen Draht zu den Adlern eben bekommen habe, die auch Tennis spielen, die auch toll Tennis spielen. Die auch auf der Anlage waren. Ja, die kommen zum Grün-Weiß auch und die sind teilweise fitter als unsere Spieler, ja? Also in manchen Sachen auf alle Fälle. Und die müssen ja auch, die haben auch genau die gleiche Situation, Auge-Hand-Koordination, Beine, das muss alles zusammenpassen. Und ich bin ein Riesenfreund von Taktik. Also zum einen mentaler Stärke, aber zum anderen Taktik. Und Taktik ist im Eishockey nicht viel anders als im Tennis. Du hast bestimmte Spielzüge im Tennis, die du spielst, mit denen du erfolgreich spielen kannst. Da musst du gar nicht besser sein als der andere, bist du aber erfolgreicher. Und im Eishockey ist es genauso. Also es gibt bestimmte Spielzüge, die Spieler aufs Eis bringen. Deshalb setze ich mich auch in der Arena immer an die Kopfseite, wenn es geht. Weil man von der Kopfseite aus natürlich viel, viel besser die Spielzüge sieht als von der Querseite. Und also ich liebe diese Spielzüge. Und da sieht man dann wirklich, wenn eine Mannschaft Spielzüge intus hat, wie viel besser die ist als eine Mannschaft, die eigentlich wild durcheinander spielt. Und da sind so viele Parallelen, Tennis und Eishockey. Und das Körperliche, die Fitness, der Schlag, die Situation. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und eben diese Ehrlichkeit beim Eishockey. Du bist Mr. Bundesliga, du bist Mr. Grün-Weiß, würde ich mal sagen zumindest. Gab es da nie den Gedanken, vielleicht doch mal den Verein zu wechseln irgendwann? Oder ist das einfach angeborener Grün-Weißer? Nee, Nobby, Gedanken gab es eigentlich nie. Nee. Ich hatte in der aktiven Zeit in der Tat ein paar Mal Angebote von anderen Vereinen, von anderen Bundesligisten. Habe auch sehr viel Geld geboten bekommen damals. Ich glaube, einmal sogar das Dreifache von dem, was ich in Mannheim bekommen habe pro Saison. Aber ich konnte das nicht. Ich habe auch mit meinen Eltern damals drüber geredet und ich habe gesagt, ich kann doch nicht jetzt für einen anderen Bundesligisten spielen und dann spiele ich gegen meinen eigenen Verein. Auf das wäre es ja rausgelaufen. Also das konnte ich nicht. Ich konnte nie über meinen Schatten springen. Ich habe hier meine Familie, ich habe hier meine Freunde in Mannheim. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war in der Schule in Mannheim, im Kindergarten, überall. Und ich weiß auch nicht. Das war einfach so. Das war für mich so eine Verbindung. Ich hätte da nicht für einen anderen Verein spielen wollen. Das hätte mir das nicht gegeben. Bei allem wirtschaftlichen natürlich Erfolg, klar. Natürlich gibt es viele Spieler, die wechseln alle 2, 3 Jahre einen Verein, das weiß ich. Und die verbessern sich natürlich immer wirtschaftlich. Aber am Ende des Tages ist das meine Art gewesen, das so zu leben. Und ich würde es auch wieder so machen. Wie lange machst du es noch? Mal gucken, sag mal so, solange ich einen Zugriff habe auf die Spieler, solange ich was bewirken kann. Ich glaube, an dem Tag, an dem ich merke, ich habe keinen Zugang mehr zu den Spielern. Du musst dir vorstellen, als ich 40 war und habe das Traineramt übernommen oder Mitte 30, Ende 30, da waren die Spieler Mitte 20, da waren es 10 Jahre auseinander. Dann habe ich die Generation 10 Jahre begleitet, dann haben wir aufgehört. Dann war ich 50 oder Anfang 50 und dann habe ich die nächste Generation 10 Jahre lang begleitet. Jetzt bin ich schon Ende 50 und habe wieder eine Generation, die Anfang 20 ist und jetzt begleite ich die. Also die Altersspanne wird immer größer. Aber sag mal so, ich hab im Moment das Gefühl noch, und ich kriege auch die Rückmeldung von den Spielern, die wirklich jeden Tag sich melden, dass die einfach dankbar sind, dass ich sie versuche zu unterstützen, dass ich ihnen helfe und dass diese Chemie so da ist und dass sie sich auch weiterentwickeln. Und solange ich das hinkriege, solange mir das Spaß macht, solange mache ich das. Und wenn ich merke, jetzt ist es besser, jemand anders übernimmt das,
dann mache ich das. Hoffe ich zum einen, dass das noch eine Weile dauert. Du hast vor kurzem bei der 50er-Mannschaft mal wieder gespielt, nach Jahren, ganz erfolgreich mit 6-0, 6-3 gewonnen. Wie schwer war es? Schlussfrage. Ja, hat es wehgetan, oder? Es hat schon wehgetan, ja. Also der erste Satz war okay, und dann habe ich schon gemerkt, dass ich jetzt weniger gespielt habe. Und wobei ich, wenn ich mit den Jugendlichen unterwegs bin, macht es mir wahnsinnig Spaß, mit denen ab und zu auch mal eine Stunde mitzutrainieren, aber halt ohne Punkte. Also im Prinzip nur Schlagtraining, ein paar Bälle schlagen und die einfach kitzeln ein bisschen und reizen, dass sie einfach aus sich das Beste rausholen. Das ist dann so meine Aufgabe. Ja. Okay, dann wünsche ich zum einen, dass du das noch lange machst und wünsche vor allem, dass du grün-weiß erhalten bleibst, noch viele, viele Jahre. Ich darf nämlich zum Schluss, wenn du das machst, dann ist es nur ein Selbstlob für den Club. Deswegen darf ich zum Schluss sagen, für all diejenigen, die vielleicht noch nie bei einem Bundesligaspiel waren, es lohnt sich garantieren. Das ist nicht nur wegen dem Sportlichen, sondern das, was Gerald vorhin teilweise auch geschildert hat, das Umfeld, die Wiese. Man kann sich hinsetzen, man kann von einem Platz zum anderen gehen. Also wenn Sie mal Freitag oder Sonntag nichts anderes vorhaben, Gerald sagt, dass das genau richtig so ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Besuch bei Grün-Weiß Mannheim. Ich darf mich bedanken bei dir, Gerald. Danke, wie gesagt, toi, 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 für die Zukunft und danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz Erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.